Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von, dritten Folge, Entschuldigung, von Let's Play World of Warships. Und mit dabei ist heute der Basti. Moin. Und der liebe Marcel. Hi. Der ganz, ganz nette Marcel. Der Aha. einem gerne einen Cheater-Hit verpasst. Richtig, ja. Musst du das jetzt immer noch nachtragen? Außerdem hast du den nicht bekommen. Und es war Ja. kein Cheater-Hit. Aber es war ein Cheater-Hit. Nein, es war kein Cheater-Hit. Ja, fängt schon mal gut an, die Runde. So, wir spielen gegen eine Iowa, der wir ziemlich hart auf den Putz geben werden. Nicht. Wir werden das ganze Team wegficken, weil wir gut sind. Nicht. Nicht. Ja, ihr hört schon, wir sind die Ultra-Pros und werden das Team jetzt killen, ja? Also, passt. Habe meinen Lieblingskontrahenten wieder, die Tirpitz. Genau. Du magst die Tirpitz. Ja, Hat man ja schon total. in der ersten Folge gesehen, Tirpitz-Style. Schön. Ach ja, ich werde das übrigens so machen, dass wenn irgendwie Basti oder Marcel eine gute Szene haben, die zwei nehmen nämlich auch auf, dass ich das so mit reinschneide, dass ihr nicht immer meine langweilige Colorado hier sehen müsst, sondern auch mal die Powerful Nagato. Und ja. Powerful Nagato. Powerful Nagato am Start. Wäre eigentlich sogar geil, wenn jeder von uns ein anderes Battleship fahren würde, aber ja, die Amis und die Japaner sind die einzigen, die Battleships haben. Die Deutschen kriegen sie erst. Die Deutschen werde ich aber auf jeden Fall machen. Ja, viel Spaß dabei. 10 Kilometer bei der Nassau. Es kommt hier immer noch ein Gegner, drehen Sie ab. Oh, Tierpitz! Oh! Nice. Der Map weiß ich nie, wie ich fahren soll. Ich habe keinen anderen Speed. Fahren aber auch alle irgendwie. Ja klar, das ist eine offene Map ohne irgendwas. Nein, knapp. Aber zu weit vorne. Werd mal. Oh, das ist die Iowa. Nice. Das ist die Iowa. Yay, da ist die Iowa. Hat gerade mal 80.000 Leben, das Ding. Ja, aber wir können Alter, uns das Ding vorschätzen, hat keine Montana, ja. doppelt so viel Life wie ich. Ja? Ja, ich habe 49.000. Ich habe 50.000. Iowa hat schon Hallo gesagt bei mir. Ja, ich auch, habe aber keinen Schaden verursacht. 6.000. Alter, da vorne fährt ja alles. Allerdings nur der hintere Turm. Fährt die Iowa Völlig gerade aus dem Gefecht schnell? gesetzt. Nee, die ist extrem langsam. Alter. Und jetzt kommt wieder was von der Iowa. Ich sehe es. Boah. Boah, die ist echt extrem langsam. Aber ich mache hier keinen Schaden. Oh, die hat die Tirpitz gerammt. Alles klar. Mögen sich. Ah. Um sich voll lieben. Und die Tirpitz fährt genau schräg zu mir. Das finde ich gut. Oh nein, jetzt dreht sie ab. Das gibt's nicht. Ja, die Geschosse der Iowa sind. Oh ja. Oho, kein Schaden an der Tirpitz. Cool. Ich habe Ich bis versuche die jetzt. Iowa zu bearbeiten, aber irgendwie. Da hinten ist eine Colorado. Die sehe ich mal als normalen Gegner. Auf die werde ich jetzt auch gehen. Alter. Wobei, die ist ziemlich weit weg. Au. Oh. Ich bin schon Half-Life. Oh, eine Fletcher. Und dann 9 Kilometer gerade mal weg. 8.300 Schaden an der Iowa und nochmal 3.400 hinterher. Fährt die Iowa nach vorne? Ja. Scheiße, die kamen so gebündelt und ich habe nach hinten gezielt. Oh. Aber guck mal, was da für eine Torpedoflut kommt. Haben wir einen T10er? Nee. Nee, das war ein Nonner. Da brauche ich gar nicht schießen. Ey, was bei mir ankommt. Die, oh Alles ab. nein, die Fletcher hat Hallo gesagt. Hab ich ja mit sowas Spaß. Ich tue mich mit der Iowa. Alter, macht die Fletcher Schaden und die hat genau gegen meinen Torpedoschutz. Ich bin down.
Also irgendwie merke ich. Also irgendwie merke ich vom Torpedoschutz mal so gar nichts, wenn irgendwer auf mich schießt. Halt nur prozentuell, gell? Und halt nicht viel. 39% habe ich. 30. Ja, ziemlich viel. Hast du die Ausbuchtungen von mir gesehen? Ja, ist gut. Da erfahrt ich auch. Oh nein, die Iowa ist auf 8 Kilometer an mich ran. Ja, aber die fokussiert sich auf euch. Ach so. Warte. Der Zerstörer schießt echt mit AP auf Du mich. hast 19% Torpedoschutz. Nein. Guck dir mal den Rumpf an. Ausbau. Alles klar. Ja, aber gibt jetzt richtig Gas. Ja, ich sterb so oder so. Komm, die Iowa hat nur noch 43.000 Leben. Die Iowa hat halt nur 25% Torpedoschutz. So, Basti ist der letzte Überlebende, ne? Schön. Ich meine, ich kann ihm auch so zugucken, ne? Muss man ja nicht umswitchen. Die Iowa hin. Hat sich verkrochen, die hat keinen Bock mehr. Und unsere Benson kämpft um ihr Leben. Was denn, als wenn die Eier mich hier gefunden hätte? Ocean ist halt so eine schlimme Map. Oh, Basti, du solltest vielleicht abdrehen. Da kommt irgendwas. Kannst du, dass sie so weit kommen? Ja. Irgendwann. Ah, nee. Komm nicht so weit. Also, unsere North Carolina kriegt auch gerade ein bisschen auf den Sack, wenn man hier so mal guckt. Und da hat sie Frederikse lieb. Meint ihr, ob es. Aber das war jetzt ein mega Luck, oder? Mit dem Matchmaking. Oh ja. Ja, Basti, treffen müssen wir können, ne? Weil kann sein, dass jetzt alles daneben ging. Komm, die bitte her. Also. Markus, meine Aufnahmen kannst du dir eh sparen, weil man sieht bei mir nur, wie die ganze Zeit Kugeln anfliegen. Ich meine, ist ja auch mal lustig. Ja, total. Ich meine, wir sind jetzt erst bei 8 Minuten, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir müssten noch ein Match dranhängen, Jungs. Ja. Ey, noch lebe ich ja. Ja, ja, ja. Schwer geht die Iowa langsam, aber sicher nieder. Mit 1020er Schild. Kommst du denn her? Wer denn? Oh! Ist der AFK? Die steht da, ja, die ist AFK, warte. Ja? Ja, die ist AFK. Ja. Aber die andere nicht. Und ihre Torpedowerfer sind ausgerechnet. Ich gerade neben der Hercruiser. Was ich würde abdrehen, ich glaube, die hat geworfen. Hat sie doch gerade schon. Ja? Aber wenn du Glück hast, überlebst du dann noch, weil gleich ist die Punkt, weil gleich ist Punkt. Boah, wenn du diese Map hier anguckst, ne? Das ist echt nur Wasser. Na gut, sie heißt doch Ocean, ne? Also. Irgendwie mag ich solche Maps nicht. Bisschen diese Map. Komm, hol dir wenigstens die Colorado jetzt raus hier. So, 10 zieht er jetzt und dann geht's ab. Ey, die Iowa ist tot, hat ja aber noch was dagelassen. Das reicht. Oh. Ja. Sie hat dir noch was dagelassen. Naja, komm, Jungs, ab in den Hafen, dann hängen wir noch ein zweites Match dran. So Leute, da sind wir wieder. Zweiter Versuch. Diesmal wird's besser. Keine Iowa. Sondern nur Colorados und Nagatos. Davon sind eigentlich zwei frisch.
So, Basti hat gesagt A, alles klar. Ja, du kannst doch gerne zu C fahren, aber da sind Ja, meistens nee, nicht so viele Rad. alleine will ich nicht. Alleine ist doof. Ich komme immer noch nicht auf meinen gelben Flieger da hinten klar. Ja, Marcel, das findest du schon wieder lustig, ne? Welche Farbe hat denn dein Flieger? Pink? Nee. Ich sehe es ja. Nee, leider Paul, nicht. wo ist denn dein Flieger? Leider nicht. Die Flieger von anderen. Toll. Ich hab Schie. Mein Flieger wäre bei den hinteren Geschütztürmen. Ja, meiner ist Zwischen dem da. Turm und dem Mast. Im ersten hinteren Turm. Meiner ist dauerhafter auf jeden Fall. Ich sehe es bei Basti auch nicht. Lel. Links, wenn du startest, sieht man. Ja. Ja? Okay. Ja, und wenn er landet. Aber sobald er dann gelandet ist, siehst du ihn dann schon nicht mehr. Jetzt mal, ich war gerade gespottet. Ja, deiner auch nicht. Das wird ja auffallen. Eine fliegende Banane da drauf hockt. Amanagato. Flieger starten. Okay. Die steht. Ist AFK. Das ist Flieger? gut. Trotz Flieger? Jetzt gibt's ja Gas. Jetzt gibt's Gas. Ich glaube schon, Okay. ja. Der Schornstein ist noch Aber aus. keinen Rauch. Wow, für 8000 Schaden, toll. Oder sind Zwei die anderen? Kugeln haben getroffen. Ja, auf Max-Range wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Ja, da ist es ziemlich gut sogar noch. Schauen, was ich treffe auf Max Mensch. Also mit Flieger halt, ne? Ja. Naja, maximal, weiter ging nicht. Ah, ich komme sogar noch 1 Kilometer weiter. Oh. Gar Gar nicht. nichts. Okay, ich bin froh, dass ich am. Oh, die kommt gut. Ja, sag ich. Jawohl, Alter. 4 Kugeln, allerdings ist eine an der Panzerung zerschellt. Auch mal drauf. Wenn der Gato die weg ist, ist weg, hä? Ja, das stimmt. Ja, bist du mal weg. Die wird sich wundern, wenn sie ins Match kommt und auf einmal. 11.700 Schaden. Nice. Aber die wird sich 1.000 wundern, wenn sie macht ins ich. Match kommt. Bist du Alter, Half-Life? 5 Hits, Alter. 5 Target-Hits. Ja, ich glaube, die wird kein frohes Erwachen haben. Fire Support. Ja, der requestet eine Fire. Oh, Spotter returning to shit, das ist schlecht. Das ist gut, das ist schlecht. Meine Nummer Schaden? Ja, 3 Hits. Oh. Bin nicht mehr gespottet. Oh, nein, sie ist gespottet. Allerdings hat sie noch 1000 Leben nach meinen Hits. Komm, Marcel, erlöse sie. Jetzt hat sie gestartet. Ja! Gib mir den Rest. Ich komme nicht ran. Oh, das tut mir jetzt schon irgendwie leid, aber irgendwie auch nicht. Ja, hat sie Was verdient, wenn meine? sie so spät ins Match kommt. Vielleicht ist sie auch Game gecrashed. Da kann Das man ja kann auch nichts für. sein. Sie hat überlebt. Meine Geschosse haben nicht getroffen. Oh Mann, was kannst du eigentlich? Fick dich, ja? Irgendwie stimmt da was nicht. Also, hab Letztes sie. Down. Oh, die hat gerade repaired. Jetzt Oh kannst du schreiben, wie lange nein, da ist Agato. eine Mitsuki. Fällt ihr erst jetzt auf? Ja. Meint ihr, ich Aber treff die? wir haben alle Caps eingenommen. Ja, die Wir haben Gegner ein heute. gutes Team. What the fuck? Eine Seltenheit. Ja, besser als das Team vorhin. Besser als das Matchmaking sogar. Hitch! Aber gut abgebremst, da. Ja, die hatten einen Motor-Crash. Ist die voll geil. Bei der Beschreibung von der Nagato steht, Absatz. dass die Nice. das schnellste Kriegsschiff war. Warum Ja, ist dann gar die nicht Kaiserliche Tier. Marine. Achso.
Merkt man aber nicht so viel. Nicht so wirklich, ne. Die Fuso kam mir schneller vor. Ja, die Fuso ist, glaube ich, sogar schneller. Die Konke kam mir noch, auch noch mal viel, viel wendiger vor, jetzt wo ich die hier immer wieder gespielt habe. Obwohl ja eigentlich die Kongo länger ist. Ja? Ist der eigentlich... Ja, aber... ja, Breite aber. Die Breite macht was. Die Kongo zählte damals unter schnelles Schlachtschiff, also... das Kriegsschiff. Die Länge ist eigentlich sogar, glaube ich, mit scheißegal. Die Breite macht's. Weil ja, aber du stößt ja das Wasser von vorne. Schon klar, aber durch die Länge stößt du ja vorne nach innen. Und hinten nach außen. Und je länger du bist, desto mehr Wasserwiderstand hast du ja somit dann. Boah, guck mal an, was da auf der anderen Seite abgeht, ey. Oder liege ich da falsch? So Leute, ich mache mir mal einen kurzen Cut und werde mal mit meinen Jungs darüber schippern. Wenn wir drüben sind, geht's weiter. Dann werde ich euch echt ersparen. Gut. Genau. Ja, komm, Alter. Das erste Video, ich nehme jetzt schon 19 Minuten auf. Ich will immer so 15 Minuten Parts machen. Und zweitens... Kannst du doch ein Stück näher zu mir kommen? Bis wir jetzt... Ja, dann wird's geil aussehen. Was brauche ich für ein Schiff, um bei euch mitzufahren? 7er. Ach du Scheiße! Du Scheiße! Was hast du für eins? Ein Dreier? Ja? War mal zwischen uns. Bremst aber mal ein bisschen. Ja, ich geh mal auf halbe. Oh, das war vielleicht ein bisschen stark eingelenkt. Dachte ich mir auch, Alter. Okay. ich bin am Drehen. Die Kongo macht die wirklich auch mit Kuscheln. Die Kongo macht echt. Ist das verhindert? Weil ich hab das auch noch drauf. So richtig schön, wie die Kongo noch von hinten kommt. Weil ich schon mal, wie wir unsere Türme ausgerichtet haben, Messe. Oh. Ich hab jetzt nicht in Rio. Ja, das ist die Kongo hier mit... Ja, ey, Kongo, das ist mein Platz, hallo! Ey, pass auf, der rammt Marcel jetzt auch noch! Alter! Der rammt Marcel jetzt auch noch! Junge! Boah! Hab letzte Runde 4 Schiffe weggerutzt! Yes. So, ich bin zwischen euch! Ja. Basti, kannst du wieder Gas geben? Ja, ich bin doch schon dabei. Oh! Okay, ich glaube, ich mache doch keinen Cut. Okay, Leute, habt ihr doch keinen Cut gesehen, aber wenigstens so eine kleine Rammaktion, das war doch mal schön. Na, das Match war auf jeden Fall mal besser. So, 58.000 verdient und alles. Ja, Afghanagato gekillt. Genau. War ein gutes Match, war ein gutes Match. Dann kann man zu sehen, wie viele Schlachtschiffe Langeweile haben. Genau. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, liken, kommentieren, abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.